So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zu Arcanum. Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen heilen lassen. Allerdings letztes Mal das Spiel abgestürzt und Virgil heilt mich nicht so richtig. Was wünscht ihr von mir? Könntest du mich bitte mal heilen? Hätte gerne, dass ihr mich heilt. Welche Art von Heilung wünscht ihr? Ja, Heilung durch Magie. Welche Art von Heilung wünscht ihr? Sauber kleine Heilung? Ich bin fertig. Könntest du es bitte vielleicht noch 3-4 Mal machen, dass ich geheilt Was bin? Was wünscht ihr von mir? Ich brauche Heilung. Welche Art von Heilung? Ja, ja. Ich bin fertig. Ja, ich weiß, dass du fertig bist. Welche Art von Heilung? Ich bin fertig. Einmal geht noch. Was wünscht... Ich bin fertig. So, das soll erstmal reichen. Vielen Dank, Virgil. Was wünscht ihr von mir? Leb wohl. Ich find's auch faszinierend, dass du überhaupt gar keinen Mana verlierst. Aber gut, was soll ich da schon großartig sagen? Habe ich dieses Fass eigentlich schon untersucht? Das habe ich getan. Das ist sehr, sehr schön. Gut. Wir müssen also jetzt weiter nach unten. Ich werde kurz mal... Warum bin ich vergiftet? Ach, Mann. Ich bin jetzt schon wieder vergiftet. Ist das schön? Virgil, was wünscht ihr von mir? Welche Art von Heilung wünscht ihr? Ich bin fertig. Dankeschön. Halte meine Vergiftung auf. Es ist schön, dass Virgil das kann. Das finde ich ganz hervorragend. Ich werde kurz nochmal zwischenspeichern. F7, also kurz speichern. Speichervorgang abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Und guck erstmal weiter, was es da unten noch gibt. Ich hoffe nicht ganz so viele Kämpfe. Ist das? Ein Zombie. Reaktion höflich. Ja, das hatten wir ja schon mal. So höflich waren die anderen Zombies nämlich leider auch nicht. Ja. Und auch dieser nicht. Komm, hacken wir auf ihn ein. Warum hält er die ganze Zeit nur Sock und nicht mich? Hey, sind wir keine Buddies mehr? Doch sind wir ja, aber nicht so richtig. Ich bin trotzdem froh, dass dass es nur einen einzigen Zombie gerade hierher verschlagen hat. Jetzt holen wir gleich einen zweiten noch ran. Komm. Und ich wurde mal kurz zwischendurch geheilt. Kann das sein? Bei diesen hektischen Kämpfen ist es immer so eine Sache. Wirklich ist ja auch ganz toll, wenn du mich bitte nochmal heilen würdest. Ich bin fertig. Und vielleicht nochmal. Was wünscht ihr von mir? Total cooles Kürzel. Welche Art? Ich bin fertig. Ja. Was wünscht ihr von mir? Leb wohl. So. Das Gute ist, dass man die Zombies ja relativ früh sieht. Also man sieht ja schon... Ich kann nicht fassen, was hier angerichtet wurde. Das ist eine Tragödie. Das ist allerdings richtig, lieber Magnus. Hier haben wir 3 Zombies. Das ist natürlich ganz schön... Also es könnte zumindest gefährlich werden. Ich werde kurz mal die F7 drücken wieder mal, um nochmal Speicher zu schnellen, genau. Einer wird mich hoffentlich angreifen. Ich hoffe auch wirklich nur einer. Schritt für Schritt vorwärts. Und schon geht's los. Ist leider nicht nur einer geworden, sondern 3. Seid ihr blind? Ja, leider bin ich ein bisschen blind. Ich bin schwer verwundet. Schnell, ich brauche Heilung. Das kriegen wir hin. Bitte, ich bin schwer verwundet. Schnell, ich brauche Heilung. Ja, gleich. Mist, Markus ist gestorben. Das ist ganz schön schlecht. Das heißt, ich werde nochmal schnell laden, aber das mache ich lieber per Menü diesmal. Doppelklick geht ja nicht. Schade. Magnus ist schwer verwundet. Markus wird auch gar nicht geheilt von seinen wundervollen Kameraden Virgil. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Magnus. Wie darf ich euch behilflich sein? Ich würde dir ganz gerne ein bisschen wenigstens mal so einen Trank geben. Genau, da hast du mich gleich ein bisschen mehr Leben oder du hast... Hast du uns angewandt oder nicht? Wirkte für mich nicht so. Probieren wir gleich nochmal. Wie darf ich euch behilflich sein? Ein Handel. Dein Trank ist... Wie darf ich euch behilflich sein? Warte mal. Dein Trank ist weg. Du hast ihn nirgendwo mehr, du bist aber auch nicht geheilt. Sehr, sehr schön. Genauso würde ich das haben. Alles andere wäre ja dumm. Na gut, da müssen wir jetzt ein bisschen auf das Beste hoffen. Aber was wir ja machen können, ist mal wieder, dass ich meine Fernkampfwaffe wieder reinnehme. Um auch ein bisschen Schaden bei den Zombies mit zu verursachen. Weil dann bekomme ich mehr Erfahrung. Das ist ganz gut. Komm. So. Oh. Ärgerlich. Oh, es sind 4 Zombies. Wie kommt das denn jetzt? Lalala. Ach ne, es sind 3 Zombies. Alles gut. Der andere Zombie war Magnus. Komm. Bitte, ich bin schwer verwundet. Schnell, ich brauche Heilung. Ja, du hast ja gerade ein bisschen Heilung bekommen. Mein Gott. Ich sehe schon, mein Fernkampfwert müsste dringend mal wieder gesteigert, überhaupt mal gesteigert werden. Denn ich bin ja richtig schlecht mit der Waffe. Das ist ja fantastisch. Ich hau jetzt nur irgendwelche Kugeln raus. Mir wurde freundlicherweise gesagt, dass ich rechts die Übersicht habe mit 15 Kugeln. Das heißt, diese Kugeln werde ich ja noch ein bisschen aufheben. Ich
glaube nämlich, es war gerade ganz schön Verschwendung, was sie gemacht haben. Aber gut. Fehler sind ja dafür da, um sie zu machen irgendwie. Gucken wir noch ein Stückchen weiter. Wir haben hier noch, ach du großer Gott, noch zwei Zombies hier unten, einen hier vorne. Das könnte mal wieder kritisch werden. Ich würde mal ganz gerne kurz Virgil nochmal bitten, mich noch einmal vorher zu heilen. Ich bin fertig. Ja, du bist tatsächlich fertig. Virgil, eine Frage. Können wir vielleicht deine Kampfstrategie irgendwie so festlegen, dass du generell mal ein bisschen mehr heilst? Und meinetwegen bist du dein ganzes Mana aufgebraucht, das ist mir eigentlich egal. Handeln, heilt, könnt ihr mir noch ein paar Fragen beantworten? Ich möchte, dass etwas tut, Virgil. Ja, natürlich. Was soll ich tun? Kommt ein bisschen näher, Virgil. Geht weg, Virgil. Das ist die Kampfposition. Also geht weg heißt, sich zu sagen, ein bisschen weiter weg von mir bewegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Nahkämpfer bin, kommt ein bisschen näher, heißt, wenn ich Fernkämpfer bin, immer in meiner Nähe bleiben, wartet hier ein Weilchen. Nein, ihr sollt die Gruppe verlassen. Nein. Bleibt ein bisschen näher dran. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht tödlich enden. Weil sowohl Markus als auch ich sehen nicht besonders gut aus. Okay, der hinten reagiert nicht, der hier vorne aber bestimmt gleich. Und los geht's. Ich bin natürlich gleich andere mit reingezogen. Aber der ist schon mal tot, das ist gut, das kann man den nächsten Zombie beackern. Oh, auf diese Weise werdet ihr niemanden besiegen. Das ist richtig, aber der Zombie hat mich niedergeschlagen, obwohl er in der Mitte von vier Leuten stand. Sehr interessant. Aber ich habe ein bisschen Erfahrung gewonnen, immerhin. So, jetzt können wir eigentlich wirklich nochmal bitten, mich noch einmal zu heilen. Was wünscht ihr von mir? Welche Art von Heilung? Was wünscht ihr von mir? Ich hätte gerne den kleinen Zauber. Vielen Dank. Und ein Zombie haben wir ja noch. Ich geh schon mal hinten hin. Während die auf ihn einkloppen und aber auch nicht so richtig. Doch, sie treffen ganz gut sogar. Wie kann mir denn mit den Zombie ausweichen? Aber gut. Haben wir es geschafft, wieder drei Zombies erledigt. So können wir uns langsam aber sicher nach vorne arbeiten. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Ich werde trotzdem mal zwischenspeichern. Ich weiß ja nicht genau, ob hier eine Falle ist oder nicht. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Falle gewesen. Bin mir nicht ganz sicher. Was wünscht ihr von mir? Welche Art von... Ich bin fertig. Hat ja hervorragend geklappt, Virgil. Was wünscht ihr? Welche Art von Heilung wünscht ihr? Ich bin fertig. Was wünscht ihr? Ah ja. Ach so, das klappt erst, wenn ich aus diesem Menü wieder rausgehe. Das ist ja fantastisch. Aber ist also ein bisschen sinnlos. Mana verbraucht von Virgil, aber gut. Eine weitere Nura-Münze wäre ein kleiner Heiltrank, den ich auf keinen Fall Magnus geben werde. Das ist gleich weg. Und 15 Münzen. Auch das nehme ich natürlich gerne mit. Ist doch wunderbar. Ich überlege offen gestanden, ob ich ganz kurz vorher nochmal rausgehen sollte. Vielleicht nochmal mir A, eine bessere Rüstung zulege. B, mich ein bisschen ausschlafen, damit ich wieder mehr Leben habe. Weil wenn ich das jetzt gehe, guck mal, 1, 2... Ich kann noch ein bisschen näher rangehen sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zombies plus der Stehende, der zwar höflich ist, aber etwas weniger höflich als die anderen. Nee, die hatten beide 70. Ich dachte, die hatten ja 71. Da ist eine weitere coole Truhe und hier geht's noch weiter runter. Das ist mir momentan noch ein bisschen zu gefährlich. Wie gesagt, ich bin fast tot. Also ich habe vielleicht ein Drittel meines Lebens noch, wenn überhaupt. 40% wohl eher. 25% wohl eher. Und Magnus sieht auch nicht gerade fit aus. Deswegen gehen wir jetzt wieder hoch. Jetzt können wir vielleicht dann wieder... Haben wir eigentlich genug Geld? Geld. 1586. Sehr schön. Damit könnte man eventuell eine kleine Rüstung kaufen. Was zur Hölle? Das hätte ich gerne mal eher gesehen, nicht, aber irgendwie. Kann das sein, dass du in irgendeine Falle reingetappt? Ne, offensichtlich bist du irgendwo reingetappt. Du stirbst nicht aus Spaß hier irgendwie. Also muss da vorne irgendeine Falle sein. Gehen wir nochmal kurz hoch. Drück jetzt nochmal F7, für den Fall, dass nochmal hier reinlatscht. Hier mal irgendwie eine Falle oder sowas. Habe ich denn mittlerweile, oder hatte ich überhaupt mal etwas in Fallen erkennen? Ich hätte absolut nichts in Fallen erkennen. Aber ich habe auch nur zwei Punkte, deswegen, nee, mach mal so. Lass es mal außen lang gehen. So ist besser. Und draußen in der Stadt würde ich ganz gerne mal eine Runde pennen. Oder warten, wie es auch immer bezeichnet werden soll. Wie spät ist das überhaupt? Es ist... Hallo? Aktuelle Zeit 10 Uhr, dann warten wir kurz bis zum Morgen. Stellen fest, dass ich immer noch kein bisschen mehr geheilt bin. Ich frage mich gerade, warum Virgil mich nicht mehr heilt. Das hat er früher automatisch gemacht. Ja, natürlich. Was soll ich tun? Was wünscht ihr von mir? Verstehe ich wirklich gerade überhaupt nicht. Welche Art von Heilung? Ich bin fertig. Der hat ja auch immer Magnus geheilt eigentlich früher.
Von daher wünscht ihr von mir? Muss ich das kurz mal so ein paar Mal durchdrücken. Es tut mir leid, dass ihr das ganze Zeit zu Quatsch hört von dem Mann. Ich bin fertig. Was wünscht nochmal? Welche Art? Ich bin fertig. Was wünscht ihr von mir? Das heißt, wo ich bin erholt. Magnus muss leider weiterhin drauf warten, dass er geheilt wird. Das ist ein bisschen schade, aber gut passiert. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, wir wollten noch mal die Geschäfte kurz durchklappern, um vielleicht eine bessere Rüstung zu holen. Das ist eine Bar. Das ist schön. War das hier das Geschäft? Telegrafenamt? Nein, das braucht doch keiner. Ich bitte euch. Der Kräuterladen ist zwar schön und gut, ist mir jetzt aber auch gerade egal. Neue Stahlwerke eröffnet hier zu lesen. Ja, gucken wir später mal an. Ich drücke W, das umgedrehte M, um die Geschäfte zu finden. Velos, hochwertige Rüstung. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Gehen wir gleich mal dahin. War das hier? Ich glaube, es war hier. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass das Menü nicht wieder weggeht, also das Interface. Gut, dafür halte ich Virtual auch nicht mehr. Naja, gut. Wir setzen einen lustigen Bug durch den nächsten lustigen Bug, aber okay. Hallo, werter Zwerg. Könnt ihr mir wohl eine Rüstung empfehlen? Eine Rüstung meiner Größe vielleicht sogar. Das wäre nämlich ganz fantastisch. Also auch für Magnus wäre es ganz gut. Ja, nee. Nietenlederkleidung. Es ist so ärgerlich, dass es kaum Rüstungen gibt in Zwergengröße. Nicht aber diesen Zwergenhändler gibt es Rüstungen in Zwergengröße. Das ist sehr schlecht. Ja. Ja, diesen komischen Overall, den ich gerade trage. Overall, diesen Anzug, den ich gerade trage. Ach nee, das bist du ja, der Händler. Den, warte mal. Kleiner Kettenpanzer. Achso, ich dachte, das wäre ein großer. Geölter Kettenpanzer. Nietenkettenkleidung. Oh Leute, das kann doch nicht sein, dass ihr keinen normalen Kettenpanzer habt. Also keinen kleinen. Ich meine, du bist schon ein Schmied. Aber der Markt macht ja auch die Preise. Das ist ein bisschen ärgerlich. Geh mal ins Waffengeschäft. Guck uns hier nochmal rein. Ich glaube, hier gibt es zwar keine Rüstung, aber trotzdem mal sehen, was es hier gab. Was ist das denn bitte? Eine automatische Ladekammer. Das können wir bestimmt irgendwann später mal gebrauchen für irgendwas Cooles. Irgendein cooles automatisches Gewehr. Können wir auch einfach ein rostiges Gewehr kaufen. Für wie viele? 750 Münzen. Alter Schwede, das ist mir dann doch ein bisschen zu hart gerade. Was ist das? Schwarzpulver. Mhm. Okay. Und die Kugeln kosten leider 4 Münzen pro Stück. Deswegen gehe ich mal so ein bisschen sparsam mit der Munition um. Weil 4 Münzen sind doch schon ganz schön viel. Jeder Schuss ist dann praktisch mehr oder weniger arm. Das ist sehr ärgerlich. Und gut, da muss er vielleicht doch mal so ein Kuriositätengeschäft oder so ein Kramladen aufsuchen, wenn wir mal irgendwie einen finden könnten. Hier vielleicht. Eins davon war das Telegrafenamt. Nee, irgendwas hiervon war das Telegrafenamt. Das andere hatte mir Anzüge geboten. Also gehen wir kurz mal hierhin, dorthin und wieder zurück zu dieser Kreuzung. Vielleicht müssen wir auch einfach mal eine Runde pennen, damit Würgi wieder sozusagen resettet wird und damit auch Magnus wieder volle Lebensenergie hat. Denn ehe Magnus es nicht hat, möchte ich offen gestanden ungern nochmal in die dritte Ebene reingehen. Ach nee, die zweite Ebene. Das zweite Untergeschoss praktisch. Weil, wie gesagt, 7 Zombies oder was das waren, ist dann doch ganz schön fett. Leider Gottes. So, hier gibt es Anzüge. Sehr schön. Was ist das? Gemischtwarenhandel. Ich gebe erstmal in die Anzüge rein. Guten Tag, werter Herr Schneider. Genau. So, leider sehe ich das schon. Das ist einfach, also nur in Anführungsstrichen ist das Rüstung. Was ist das? Ein Medaillon für 199 Gold. Okay, ich könnte mit einem lustigen Hut noch rumlaufen. Ein Zylinder, was ich sehr gerne machen würde. Aber das ist momentan noch falsch ausgegebenes Geld, was ich gerade nicht gebrauchen kann. Ein Morgenstern-Parfüm, okay. Ja, nee. Eine Wie Frage. Darf ich euch behilflich sein? Was wollt ihr wissen? Nee, anders, normal. Eine Frage. Wie darf ich euch behilflich? Ich möchte mal sehen, was du als Kleidung trägst. Du trägst eine kleine Lederrüstung. Wieso trägst du eine kleine Lederrüstung? Ich trage keine Lederrüstung. Gut, weil ich keine Lederrüstung hatte. Das liegt vielleicht daran. Ich glaube, würde ich da gerade nochmal starten, möchte darauf achten, dass ich am Anfang gleich eine kleine Rüstung habe. Ein Tauschgeschäft, bitte. Haben wir eine kleine Rüstung? Nein, wir haben nur eine Lederrüstung. Eine Jacke, die ist aber leider auch normal. Ein Gewand, das leider auch normal ist. Alles ist hier normal. Dann muss ich also weiterhin relativ ungeschützt rumlaufen. Gut, bleibt leider wohl nichts anderes übrig, leider. Aber vielleicht können wir ja Magnus eine bessere Waffe zu. Nee, können wir nicht, weil du hast schon eine gute Waffe. Wirklich, was hast du für eine Waffe? Du hast den coolen Stab. Und du hast vor allem einen kaputten Lumpen ohne Rüstungsklasse und
ebenfalls einen guten Stab. Kann man vielleicht haben wir vielleicht irgendwas Großes für dich? Nein. Ah, nee, beides nicht der Fall. Ich glaube, ich gehe ganz kurz nochmal zurück zu dem Händler. Also zum Rüstungshändler. In der Hoffnung, dass der eine große Rüstung verkauft, die ich vielleicht Sock an den Leib schnallen kann, obwohl ich fast glaube, dass die einfach nur wahnsinnig teuer sein wird. Weil Rüstungen kosten ja gerne mal irgendwie über 1000 Gold. Und das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich habe, glaube ich, was habe ich? 1,5 ungefähr. Gehen wir kurz hier rein. So. Ein Handel vielleicht. Das ist eine Standardplattenrüstung. Die kostet 1539. Wie viel Gold habe ich? 1586. Die ist wahrscheinlich ziemlich geil. Aber ich weiß nicht, ob die so passt. Geölter Kettenpanzer. Nietenlederkleidung. Das ist alles so groß. Alles so klein. Also in der falschen Größe. Alles für mittlere Leute. Das ist ein bisschen dumm. Was ist das für einer? Ein edler Dolch. 2 bis 6. Ist der besser als dieser normale spitze Dolch, den ich habe? Ich glaube schon. So ein bisschen, oder? Vielleicht soll ich die mal kaufen. Obwohl, 234 ist auch nicht gerade wenig. Kann es sein, dass ich einfach nur wahnsinnig geizig gerade bin die ganze Zeit? Weiß, ob ich einfach mit einem Schwert rumlaufe. Elite-Schwert zum Beispiel. 2 bis 9. Oder Streitkolben 1 bis 4. Kurzschwert 1 bis 6. Ich glaube, ein Kurzschwert werde ich mal kaufen. 110 Goldmünzen oder 2 bis 10 Krummsäbel. Ich nehme mal einen Krummsäbel. Nehme ich offenbar nicht, weil er noch, weil mein Inventar so voll ist. Ich muss noch was identifizieren. Das ist überhaupt meine Idee. Ich gehe mal ganz kurz raus und gehe mal zu der lustigen Dame am Rande der Stadt. Die kann doch bestimmt was identifizieren für mich. Mittlerweile habe ich ja genug Geld dafür, um das machen zu können. Wäre auch fantastisch. Ich muss auch ganz kurz mal gucken, wo die überhaupt ist. Die war irgendwie weit draußen, nicht wahr? Hier irgendwie. Okay, hier war sie auf gar keinen Fall, wie ich schon sagte. Aber hier war sie, okay. Ach du großer Gott, ist ja sonst wo? Wo bin ich? Nee. Nee. Doch mal. Ich bin hier. Ich muss letztlich darüber, okay. Das heißt, ich muss diesen Weg zurückgehen oder die, ich bin auch gerade an der beknacktesten Position der Welt, glaube ich. Lass mal kurz dahin gehen, dorthin gehen, dorthin gehen. Und dann irgendwie rechts raus. Okay, das habe ich verstanden. Kannst du noch ein bisschen weitergehen? Ja, kannst du. Gehen wir erstmal so lang. Meine Güte. Vielleicht soll ich langsam mal anfangen, mich auf die Suche nach Rezepten zu machen, um meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern. Allerdings muss ich leider geschehen, ich weiß noch nicht genau, wo ich die Rezepte finde. Ich glaube, man kann einige kaufen zum Teil, man kann auch einige finden, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es kann auch sein, dass meine Erinnerung mich irgendwie trügt. Aber ich gehe davon aus, dass man ohne Rezepte wohl nichts herstellen kann. Würde mich zumindest wundern, wenn das so wäre. So, lass mal ganz kurz hier hingehen. Was seid ihr? Hafenarbeiter, okay. Du bist ein Gnome-Stadtbewohner, sehr höflich, wie ich sehe. Oder relativ höflich. Okay, was ist hier? Kilton Band Nummer irgendwas. Ja, okay, nehme ich auch mal hin. Weil deswegen sind wir gerade nicht hier. Wir müssen hier raus, nehme ich mal an. So. Achso, man kann außen vorbeilaufen. Das ist ja alles gut. Und einmal hier raus, bitte. Vielleicht kann uns auch die gute Dame hier helfen. Oder heilen. Menschendorfbewohner. Ja, womit kann ich dienen? Könnt ihr was für mich identifizieren? Zum Beispiel diesen hervorragenden Stab und diesen hervorragenden Kolben. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Die Kappe nehme ich übrigens mal. Die Kappe nehme ich übrigens mal wieder ab, weil die Kappe trübt meine Wahrnehmung um minus 1. Tut mir leid, aber ich kann euch einfach. Seid ihr blind? Was bei allen Göttern. Oh, ich meine, mehr Glück beim nächsten Mal. Was zur Hölle war das gerade? Was immer es war, ich muss es auf jeden Fall laden. Ja, das war ja ein Traum gerade. Ja gut, dann werde ich das Ganze nochmal machen müssen. Ach, wie schön, ich muss den ganzen Kran nochmal identifizieren und nochmal diesen verdammten Weg laufen. Oh yeah. Es wirkte so, als hätte ich gerade irgendeinen total falschen Befehl eingegeben. Der dazu führte, dass ich
Magnus angegriffen habe? Kann das sein? Ich wollte nur einfach nur die Kappe geben. So viel zum Thema freundlich sein. Aber gut. Geh mal per Hand mal ein bisschen hinkommen, dass wir die Stadt noch ein bisschen erkunden. Warum auch nicht? Machen wir jetzt zum Ende der Folge noch schnell. So, hier lang, dort lang. Ich muss mir dringend einen Händler suchen, der Zwergenkleidung verkauft. Ansonsten könnte das hier echt problematisch werden. Virgil hat Magnus geheilt. Allein deswegen speichere ich kurz zwischen. Meine Güte, ey. Ich habe keine Ahnung, nach welchem Prinzip Virgil das macht. Nach Lust und Laune offensichtlich. Aber er ist ja auch nur ein freier Mensch. Wenn auch in meinen Diensten. So, kurz gucken, wo ich überhaupt bin. Ja, dann laufen wir halt hier in der Mauer lang. Ist mir eigentlich auch wurscht. So, komm, mach mal so, so. So, so, so. Ja, reicht das mal so? Weil der Bildausschnitt ist ja auch nicht so wahnsinnig groß. Aber es ist schon okay. Ich glaube, wenn es noch kleiner wäre, wäre es dann noch ein bisschen zu piepselig. Wirklich, mal da erholt sich langsam, das finde ich sehr schön. Da kann man dann relativ frisch gestärkt in den Kampf raus, runtergehen in den Keller. Unten, bevor ich das identifiziere, werde ich natürlich nochmal zwischenspeichern, werde dann Magnus die Kappe geben, in der Hoffnung, dass er mich diesmal nicht angreift. Werde dann die beiden Kram identifizieren, mal gucken, ob ich dem Sock oder dem Virgil vielleicht was Besseres geben kann, weil Sock hat ja, glaube ich, den Streitkolben oder so und Virgil hat den Stab. Vielleicht wird es ein bisschen besser. Wenn sie ein bisschen mehr Schaden anrichten, können sie vielleicht mit den 7 Zombies besser klarkommen. Ich hoffe sowieso, dass ich die Zombies mehr oder weniger alleine irgendwie oder einzeln rausfischen kann. So pullen praktisch. Wie bei Gothic 1. So. Kratzer heißt er. Der Hund. Okay. Zwischengespeichert. Jetzt möchte ich Magnus, der Braune ist, wie nicht der Rote. Wie darf ich euch behilflich sein? Meinen Helm überreichen. Moment. Ja, das war ja ein Traum gerade. Erstmal muss ich meinen Helm kurz ablegen. So. Nochmal. Wie darf ich euch behilflich sein? Dinge verhandeln. Hier ein Helm. Hast du auch direkt aufgesetzt. Sehr, sehr schön. Kann ich noch jemand anderem irgendwas anderes geben? Ich glaube es ja eher nicht. Du hast zwar keinen Helm. Also ehrlich, ich habe ja nichts, was ich geben könnte, außer Mana-Tränke, die ich auch nicht habe. Aber hier kann ich dieses Gegengift und sowas geben. Das ist doch nicht schlecht. Warte mal. Ganz ein Tränkchen kannst du ehrlich nehmen. Sehr schön. Und Sock hat einen Anzug an. Okay. Er trägt einen Anzug und Handschuh. Und Schuh. Okay. Alles gut. Ich speichere nochmal zwischen. Und hoffe, dass mich Markus diesmal nicht angreifen wird. Werte Dame. Nochmal. Werte Dame identifizieren. Und zwar das und das. Vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich gerne mal Was sehen. Was wünscht ihr von mir? Wie die Stäbe im Vergleich sind. So, du hast Schaden 1 bis 8. Dieser macht ja auch Schaden 1 bis 8. Energie 3 bis 12. Energie 3 bis 12 plus 6 ist auch plus 6. Er ist auch plus 6. Mana 20. Mana 20. Zauberter Stab. Zauberter Stab. Kreis, dass es derselbe Stab ist. Magische Energie verfügbar 56%. Magische Energie verfügbar 0%. Ja, das ist der neue Stab, wohl schlechter als der alte. Gut, gucken wir uns mal Socks Streitkolben an. Ein uninfizierbarer Streitkolben. Das ist ja, nee. Könnten wir kurz mal tauschen. Warte mal. So. So, dann hast du einen Schienennagel. Das soll auch so reichen. Und einen Stab, der einfach schlecht ist. Identifizier den bitte mal kurz für mich. So, mal sehen. Schaden 1 bis 5 plus 4. Schaden 1 plus 5 plus 4. Energie 1 bis 9 plus 2. 1 bis 9 plus 2. Mana 8 und Mana 8. 0% verfügbar. 0% verfügbar. Die beiden sind genauso schlecht. Das heißt, ich kann Sock einen davon zurückgeben und kann den anderen im Prinzip verkaufen, oder? Willst du den haben wollen? Kein Interesse, das ist schlecht. Willst du diesen Stab haben? Den willst du haben für 129 Münzen. Dann kannst du ihn auch gerne haben, wenn du willst. Noch irgendwas, was du nehmen würdest? Ja, den Kolben wolltest du nicht haben, den anderen. Dann werden wir dir vielleicht irgendeinen Waffenhändler vielleicht mal los. Aber was wir machen können, du hast auch den anderen komischen Stab noch. Vielleicht kann man der Dame hier geben. Ist zwar nicht magisch, aber vielleicht nimmst du ihn trotzdem. Und du willst ihn nicht haben, wie ich dich hasse. Okay. Dann können wir wieder runtergehen. In Richtung P. Schüler und Söhne. Wir gehen da vielleicht mal kurz vor einem Waffengeschäft vorbei. Damit ich noch diesen Streitkolben loswerden kann. Den einen. Oder
ja doch einen davon, die andere wird verwendet. Und vielleicht noch den Zauberstab von Virgil, den alten Zauberstab. Und dann geht's auch weiter. Und ich würde sowieso nochmal sagen, ich mache kurz meinen kleinen Schnitt, denn wir sehen uns gleich wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.